Kapitel 2, Bonbon. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ja, servus. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom. Auf dich! Ja, auf mich. Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf deine Gesundheit. Kann ich das aufheben? Achom, auf dich! Ja, schon wieder. Ist das zum Saufspiel oder was? Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Achom. Auf deine Gesundheit. Und auf Achom. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren. Ich hab meine Rechte! Lass mich aus der Station raus! Wenn du mit dem Trinken fertig bist, kannst du dir ja die Station ansehen. Sterbe! Jo, kann noch was trinken? Och Mann, Spiel lässt es nicht zu. Ein Spielverderber. So, wo müssen wir überhaupt hin? In diese Richtung, okay. Ah ja, was haben wir hier von der Versammlung? Kann man denen was geben? Nee, brauche ich selber, hallo? Achso, wir müssen eh darum. Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Sind Sie Atium? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Ich würde gern mal. Er ist irgendwie groß und unheimlich. Kannst du mir eine Patrone geben? Und er riecht auch nicht gut. Hey, Junge. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Ach, ich sollte jetzt besser gehen, sonst bekomme ich noch den Hintern verhauen. Was haben die eigentlich immer mit den Schwarzen? Danke, gehen wir. So, kleiner Junge, renn los. So, hier, nach unten. Ist es? Warum bleibt denn der immer stehen? Muss ja mal nach kurzer Zeit verschnaufen oder wie? Da hinten sitzt er. Also, ich gehe. Wiedersehen! Jo, danke schön, Bubile. Komm her! Du bist Artyom, richtig? Setz dich! Ja. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen. Und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Also dann begleiten wir mal den Herrn von der AK. Ah
Ah ja, hier wozu die ganze Dusche doch? Ja, alles klar. Ja, das kann schon mal wieder aufhören, dankeschön. Oh ja, jetzt. Dankeschön. wo geht's weiter? Ah, eine unsichtbare Wand. Verlorene Tunnels. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben. Aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Okay. Ich lass mal die Taschenlampe aus, du hast ja gerade eine an. Und grüne Pilze. Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Ja, alles klar. Wenn da eine Gruppe von denen kommt, dann greifen die mich wohl auch an. Was mir gerade auffällt, hier auf der Uhr. Warte, ich muss mal ganz kurz was gucken. Na, die Uhr. Ah, die geht sogar richtig. Hahaha. Das ist ja auch mal lustig. Da greift das Spiel wohl tief in das System mit ein. Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Ich glaube, der hat zu viel Wodka gesoffen, hey. So. Hätten wir da reingehen können? Gibt es da was Tolles zu entdecken? Warte mal ganz kurz. Wow. Na, da hinten ist was. Geh lieber wieder zum Kollegen. Fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ich kleiner Schisser. Ah, ne Ratte! Naja. Sag mir nicht, dass du einen vor Ratten hast. Hör zu. Sorgen musst du dir erst dann machen, wenn keine Ratten da sind. Vergiss das nicht, dann lebst du länger. Oh, okay. Dankeschön für den Tipp. Oh, guck mal, da liegt was. Scheiße, eine Karawane. Alle sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Na toll. Hoppalale. Habt ihr euch jetzt erschrocken? Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dose nicht berühren. Aha, okay. Ganz schön altmodisch. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Okay, ja, da auf die Glasscherben soll man wohl nicht drauf. Eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Ja, ich denke mal drüber springen, oder? Aber erstmal hier ein bisschen Zeugs abgreifen. Was brauchen wir hier? Die komischen Pfeilspitzen? So, und Heppa! Ruhe, wir haben Gäste. Verstecke dich in dieser Ecke und sieh zu, wie Onkel Bourbon arbeitet. Der Onkel Bourbon? Das ist der Kollege von Charlie Sheen. Nein, ja, summt der auch so rum. Der ist ganz schön betrunken. Jetzt kommt er. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Nimm das Messer als Trophäe und komm. Schnell. Achso, als Trophäe, ne. Wo ist denn das Messer? Sie haben sich verbarrikadiert. Verdammt, wir müssen näher ran. Kannst du die Patrouille erledigen? So, okay. Wo sind die? Da ist einer. Wow, der guckt in unsere Richtung.
Hier mal gucken. Schön im Schatten bleiben. Kann ich jetzt dann auch irgendwie so ein Messer werfen, oder? Was habe ich denn da alles noch Tolles? Schrotflinte, sonst nichts mehr. Kann ich das irgendwie... Scheint ruhig zu sein. Warum kann ich kein Messer werfen, hey? Der schaut in unsere Richtung. Wow, da kommt einer mit der Lampe. So, meine Freunde. Aha! Auf gar keinen Fall. Scheiße. Ich bring dich um! Was? Hallo? Hast du mich noch nicht mehr gesehen? Oh je. Okay, an der Uhr sieht man so ein gelbes Licht. Das heißt, die suchen uns wohl. Ah, jetzt war es gerade. Warum war es jetzt grün? Oder hat das mit dem Licht zu tun, wie gut man mich sieht? Wow! Mach mal halb, Junge. So, ist der tot. Da hinten ist schon mal einer. Ja, hallo. Der stirbt ja gar nicht. Wir haben hier einen verdammten Toten! Ja, und der eine, der ist schon sterblich, ey. Gucken wir mal hier in die andere Richtung. Na. Ja, hallo, der seilt gerade wohl einen ab oder so. Keine Ahnung, was er macht. Komm her. So, das wäre schon nett, wenn der Kollege mir auch helfen würde. Munition, dankeschön. Keine Sorge, hier wird es. Oh, jetzt erstmal hier in Deckung. Abknallen. Ja, komm, ey. Oh, ich höre schon mein Herz pumpen. Nehmen wir mal ein Medikit. Yeah, voll auf Droge. Hallo? Stück doch mal. Oh, der ist schon mal cool gestorben. Naja, ah, also treffen tun die aber schon ganz schön gut. Aushalten tun sie auch ganz schön viel, ey. Ich bring dich um! So, was haben wir da aufgehoben? Irgendwie so eine Blendgranate oder so. Hallo, kommen wir da? Du bist tot! Tot! Ja, ganz ruhig, mein Junge. Wir haben Besucher! So, noch einer wohl ist noch da, oder? Denke ich mal. Ja, Kollege, jetzt kommt er aber. Wenn alles erledigt ist. So, lass mir noch ein bisschen Zeugs aufheben. So, noch mehr. Was ist eigentlich das Große hier? Sieht aus wie so ein Flammenwerfer in der Art. Aber ich glaube, wir können... Ah, mit der Schrotflinte wechseln. Probieren wir es mal. So, jetzt hat er die Schrotflinte weggelegt.
Sie haben Voltkanone gefunden. Sie nutzen ein elektrisches Leer, um Kugelgeschosse mit sehr hoher Geschwindigkeit abzufahren. Ähnlich wie Luftdruckwaffen muss die Voltkanone von Hand gepumpt werden, damit die bla 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 bla. Alles klar. So, das ist unser Kollege. Ja, irgendjemand habe ich noch rumschreien hören. Ja, aber nehmen wir mal den Ski hier. So, jetzt. Hallo? Ein paar Mal einen Kopf und der stirbt nicht. So, da war doch auch noch einer. So, wo kann ich eigentlich eine Granate werfen? Lauft! Bewegung, Leute! So. Ist das jetzt nur so eine Blendgranate oder explodiert die auch? Ja, okay. Das war irgendwie so eine halbe. Irgendwie hat die also noch so einen Piepton mit dabei gehabt. Okay, der ist auch mal toll abgekratzt. So. Hier liegt noch was rum. Wo war das? Ne, das kann man nicht aufheben. Sonst noch was. Hier ein bisschen. Hier kann ich da. Ah, nicht schon aufgehoben, okay. Na dann.